Wichtiger Hinweis: Das folgende Video ist Teil unseres E-Learning-Kurses Online-Präsentationen meistern. Wenn du in über 5 Stunden Videomaterial lernen möchtest, PowerPoint effizient zu nutzen, um begeisternde Präsentationen zu erstellen, findest du alle Informationen zu dem Kurs unter diesem Video. PowerPoint-Präsentationen sind ein extrem wirksames Medium der Kommunikation, das grundlegend dazu dient, Informationen verstärkt zu vermitteln. Und zwar durch das Zusammenspiel des Präsentators und seinen Informationen, die er zum einen verbal, aber auch durch seine Körpersprache, durch seine Gestik oder dem Augenkontakt, den er mit seinen Zuschauern hält, an diese vermittelt. Die Informationen fließen also vom Präsentator zu den Zuschauern und der Präsentator erhält irgendeine Form von Feedback von den Zuschauern während einer Präsentation. Das kann ein Nicken sein, das kann ein Kopfschütteln sein, ein Lachen, aber der Präsentator erhält irgendeine Art von Feedback bezogen auf die Informationen, die er an seine Zuschauer vermittelt. Um die Informationen noch viel stärker und noch viel nachhaltiger an seine Zuschauer zu vermitteln, kann der Präsentator während einer Präsentation PowerPoint-Folien zur Hilfe nehmen. Durch Bilder, Videos, anschauliche Diagramme oder Kernaussagen, die auf den Folien hervorgehoben werden, kann der Präsentator seine Informationen nochmal visuell an die Zuschauer vermitteln und kann während der Präsentation mit seinen Folien interagieren. Das sorgt dafür, dass der Zuschauer ein viel tieferes Verständnis der Informationen hat. Seine Folien dienen dabei als unterstützendes Element zu der Tonspur des Präsentators, der weiterhin mit seiner Körpersprache und dem Augenkontakt, den er mit seinen Zuschauern hält, im Mittelpunkt steht. Genau dieses Zusammenspiel zwischen Präsentator und seinen Folien, die die zu vermittelnden Informationen nochmal visuell unterstützen, machen PowerPoint-Präsentationen so extrem wirksam. Und wir können PowerPoint-Präsentationen nutzen, um Informationen verstärkt an unsere Zuschauer zu vermitteln. Wir können aber auch einiges falsch machen. Wenn wir zum Beispiel so eine Folie hier präsentieren würden, würde sich so ziemlich jeder Zuschauer dazu veranlasst fühlen, den Text, den er präsentiert bekommt, zu lesen. Das heißt, wenn wir als Präsentator über diesen Punkt hier zum Beispiel sprechen, wären die Augen der Zuschauer wahrscheinlich schon hier irgendwo. Der Zuschauer kann also nicht in Ruhe lesen, weil wir ihn davon ablenken mit unserem Gelaber, noch kann er uns zuhören, weil seine Augen sich dazu veranlasst fühlen, diese Informationen zu lesen. Um das nochmal zu veranschaulichen, wenn wir zu viel Fließtext zum Beispiel auf einer Folie präsentieren, ist der Zuschauer zwei Informationsflüssen gleichzeitig ausgesetzt. Zwei Informationsflüsse, die sich gegenseitig wiederholen. Das heißt, der Zuschauer muss sich auf einen der Flüsse fokussieren, was dazu führt, dass viel weniger Informationen rüberkommen. Plus, er muss sich entscheiden, entweder er hört uns zu oder er liest die Folien, aber er kann nicht beides gleichzeitig machen. Und diese Entscheidung ist schon zu viel für den Zuschauer. Er weiß nicht, soll ich zuhören, soll ich die Folien lesen? Und das führt einfach dazu, dass die Aufmerksamkeit komplett schweifen geht und gar keine Informationen mehr rüberkommen. Wir müssen Folien aber so nutzen, dass sie als unterstützendes Element zu unserer Tonspur die Informationen, die wir vermitteln, verstärken. Und das führt zu dem gewünschten Effekt, dass wir nämlich dieses Dreieck bilden, in dem Präsentator und Folien miteinander interagieren, um dem Zuschauer verstärkt Informationen zu vermitteln. Und das macht PowerPoint-Präsentationen so extrem wirksam. Falls dir dieses Video helfen konnte und du lernen willst, wie du die optimale Online-Präsentation hältst und wie du generell PowerPoint effizient nutzt, um begeisternde Präsentationen zu erstellen, dann ist unser E-Learning-Kurs Online-Präsentationen meistern genau das Richtige für dich. Du erhältst nämlich ein Jahr uneingeschränkten Zugriff auf über 5 Stunden hochqualitatives Videomaterial und mehr als 100 vorgefertigte Folien und Präsentationsinhalte. Klick auf den Link unter diesem Video, um mehr über den E-Learning-Kurs zu erfahren, und ich hoffe, wir sehen uns bald dort. In dem Sinne, Marit Jud, dein Ralf.